Sauberkeit, Sicherheit, Ordnung. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, dann frage ich mich zu oft, was ist das eigentlich für eine schräge Debatte, die läuft, wenn es um die Verhältnisse in diesem Land geht? Und vor allem frage ich mich, wie ändern wir sie? Wenn es um innere Sicherheit geht, dann sollten wir darauf achten, was nicht gesagt wird. Denn es wird nicht gesagt, wer dafür verantwortlich ist, dass in bestimmte Stadtteile nicht mehr investiert wird. Wie sollen sich Menschen sicher fühlen, wenn die Straßenbeleuchtung nicht mehr funktioniert, sie nicht erneuert wird, weil kein Geld da ist? Es wird nicht gesagt, warum Menschen die Sorge haben müssen, im nächsten Monat über die Runden zu kommen. Aber wie sollen sich Menschen sicher fühlen, wenn sie ihre Miete nicht mehr zahlen können und die Kündigung ins Haus steht? Sicherheit ist in erster Linie soziale Sicherheit. Und das müssen wir deutlich machen, liebe Genossinnen und Genossen. Und in der Debatte wird oft gesagt, der Rechtsstaat ist in Gefahr, er muss verteidigt werden und das möglichst mit Härte. Nicht aber eine humane Flüchtlingspolitik oder die Forderung nach offenen Grenzen gefährden den Rechtsstaat. Dutzende Falkenmitglieder, so um mal ein Beispiel zu nennen, wurden in Gewahrsam genommen, als sie gegen den G20-Gipfel in Hamburg gegen Merkel, Putin und Trump und Konsorten demonstrieren wollten. Sie wurden als Gewalttäter abgestempelt und eingesperrt. Ich habe später als Anwalt erfolgreich Schmerzensgeld von der Polizei eingefordert. Die Versammlungsfreiheit ist in der Demokratie ein zentrales Recht. Wenn eine Polizeibehörde meint, sie könne entscheiden, wer demonstrieren darf, wer in Haft genommen wird, wer seine Meinung sagen darf, dann, liebe Genossinnen, dann ist der Rechtsstaat wahrhaftig in Gefahr. Und wenn wir gerade bei Gewahrsam sind, derzeit, wir haben es ja öfter schon gehört, soll ein neues Polizeigesetz in NRW verabschiedet werden, das uns alle vor drohenden Gefahren schützen soll. Beispielsweise, indem Menschen ohne anwaltlichen Beistand für einen Monat in Haft genommen werden sollen. Ich sage, ein NRW-Innenminister, dessen Polizeigesetz von Rainer Wendt geschrieben sein könnte, der ist eine drohende Gefahr für die Freiheitsrechte in diesem Land. Ich bin froh, dass wir gemeinsam mit vielen anderen Menschen den Widerstand organisieren. Lasst uns am 7. Juli bei der Demo in Düsseldorf zusammen sagen, nein zum Polizeigesetz in NRW, liebe Genossinnen und Genossen. Und wie ihr seht, ich trete nicht mehr als stellvertretender Landessprecher unserer Landespartei an. Ich meine, dass man einen Job richtig machen soll oder gar nicht. Aus beruflichen Gründen kandidiere ich deshalb jetzt nur für den erweiterten Vorstand. Werde mich aber weiter im Bereich Innenpolitik einbringen. Die Rede war ja sozusagen ein kleiner Hinweis darauf. Ich möchte, dass von diesem Parteitag ein Signal der Entschlossenheit ausgeht. Wir geben keine Ruhe, bis die Rolls, Söders und Gaulands dieses Landes politische Geschichte sind. Vielen Dank, Glück auf!